Regionale Nachrichten in 100 Sekunden. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank, Ottos Sportoutlet Oftringen, Möbelberger Oftringen und der HR Mohr Sennhof Garage in Rotrist. Grüezi miteinander aus dem Newsroom vom Zafiger Tagblatt. 100 Sekunden Kurznachrichten aus der Region im Überblick. Einwohner von Dagmersellen wollen im Dorfzentrum auf der Kantonsstrasse eine Langsamfahrzone. Sie sammeln Unterschriften für eine Petition, damit sich der Gemeinderat beim Regierungsrat für Tempo 30 einsetzt. Es besteht tatsächlich ein Handlungsbedarf, sagt der Gemeindepräsident Markus Riedweg. Wir nehmen das Anliegen gerne entgegen. Im ZD-Talk ist diese Woche der neue Zafiger Vize-Emme Andreas Rüger. Er habe nicht unbedingt erwartet, dass er die SP-Frau Rahela Seyed schlagen würde, sagt der Rüger, der FDP angehört. Der Rüger ist 324 Stimmen vor der Seyed gelegen. Was sagt er zum überraschenden Entscheid vom Stadtrat, dass der parteilose Peter Sigrist die Finanzen übernimmt? Also eben, wir haben, wie ich gesagt habe, im Stadtrat gestern intensiv diskutiert, wie wir die Ressortpäckchen zusammenstellen wollen. Es sind natürlich ist auch Diskussionspunkt gewesen, ob das nicht das Ressort Finanzen quasi Chefsache ist. Peter Sigrist hat sich verschiedentlich geäussert, dass er von Finanzen sehr viel versteht. Da wird er jetzt den Beweis müssen antreten, dass er die Stadtfinanzen wird im Griff haben. Ab dem 1. Januar 2026 sind Abwasserreinigungsanlagen verpflichtet, Phosphor zurückzugewinnen. Aus diesem Grund hat sich die Entsorgung Region Zofingen für den Aufbau eines Phosphor-Kompetenzenzentrums entschieden. Zusammen mit der Holcim AG prüft er zu jetzt eine Projektpartnerschaft im Bereich Phosphor-Recycling. In einem ersten Schritt werden sie eine gemeinsame Machbarkeitsstudie erarbeiten. Nächsten Frühling sollen erste Resultate vorliegen. Mehr zu diesem Thema und weitere News aus der Region geht es in der gedruckten Ausgabe vom ZT und auf zafigertagblatt.ch. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Ade miteinander. Informiert in 100 Sekunden. Aktuelle regionale Nachrichten direkt aus dem ZT Newsroom ist Ihnen präsentiert worden von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Möbelberger, der Inneneinrichtungsspezialist in Oftringen für Möbel, Bettwaren und Vorhänge. Ottos mit dem Sportoutlet in Oftringen, grosse Marke zum kleinen Preis und der HR Mohr Sennhof Garage in Rotrist. Ihre Fortvertretung kompetent und sympathisch.